Grüß euch und willkommen in Nauders bei Koch mit Oliver ist international. Ich glaube, Oliver ist untergetaucht und Sie müssen mit mir Vorlieb nehmen. Hallo und herzlich willkommen bei Koch mit Oliver ist international. Sehr viel internationaler als heute können wir gar nicht sein, denn wir sind im herrlichen Nauders und das liegt in einem Dreiländereck. Denn hier in Nauders am Reschenpass treffen sich Österreich, die Schweiz und Italien. Konkret befinden wir uns heute auf der Dachterrasse des Hotels Mein Almhof, das sich mit seinen Zimmern und Suiten längst zur ersten Adresse in Nauders etabliert hat. Wo sonst also die Besucher Ruhe und Entspannung suchen und finden oder am Dach ihre Bahnen ziehen, wird jetzt groß aufgekocht. Und wie immer, wenn wir in dieser Gegend sind, darf ein Mann natürlich nicht fehlen. Neben mir mein guter Freund und heutiger Gegenpart in der Sendung, der liebe Walter, servus. Hallo, mein Lieber. Ich freue mich, dass du da bist. Dreiländereck bedeutet Schweiz, Italien, Österreich. Genau. Und das haben wir alles da eigentlich in Rufweite. Ne? Genau. Wetter ist herrlich, jetzt brauchen wir nur noch gescheit kochen. Jetzt brauchen wir noch etwas kochen, etwas Gutes, genau, für die Zuseher. Ich sehe da nur Möhre. Ja, jetzt machen wir zuerst einmal die Spätzle, die Käsespätzle. Und aus diesen Käsespätzeln machen wir dann Klößchen raus. Klößchen? Klößchen, sagen wir. Du hast so viel deutsche Touristen. Du hast zu mir halt gesagt, Klößchen. Klößchen. Ja, so, okay, wir fangen an. Du fangst mit den Nockerl an. Okay, ja? Passt. Und ich sehe hier Spargel. Wir machen nämlich so einen Spargel-Rucola-Tomatensalat und den marinieren wir mit Orangen und Zitronen. Ich mache den Spargel, du machst die Spätzle. Spätzle oder Nockerl, wie wir hier in Wien sagen. Ja, hier in Wien. Aber egal, ob Sie sie jetzt Nockerl, Spätzle, Spotzen oder wie auch immer nennen, der Teig dafür ist immer nach demselben Muster gestrickt. Ich mache jetzt Spätzle, du machst zuerst die Eier rein. Ja. Und ich nehme im Gegensatz zu dir das griffige Mehl und das glatte Mehl. Ich weiß, dass du nur griffiges nimmst normal. Ich nehme nur griffiges, aber du darfst machen, was du willst. Ich empfehle glattes und griffiges Mehl. Ja. Zwei Drittel glattes und ein Drittel griffiges Mehl. Ja. Ja. Wir haben hier vier ganze Eier. Ja. Ein bisschen was von den Eierschalen. Sind ja gesund, ne? Nee, ist ach, ein kleines bisschen. Ich wollte es nur sagen, was ich gesehen habe. Wobei Eierschalen nicht nur für zusätzlichen Biss sorgen würden, sondern auch noch wahnsinnig viel Kalzium enthalten würden. Aus irgendeinem Grund setzen sie sich aber trotzdem nicht durch. Also auf ein neues. Etwas griffiges Mehl haben wir reingetan, dann etwas glattes. Ich genau. nehme immer zwei Drittel glattes, wie schon erwähnt, und ein Drittel. Wir müssen noch ein bisschen erklären, was das jetzt für eine Location da ist, oder? Das, wir sind auf der Dachterrasse mit Skypool von meinem Almhof. Ja? Also ist jetzt in meinem Almhof, aber... Ja, wir sind auf einer wunderbaren Höhe im Hotel Mein Almhof genannt, in Nauders. Ja. Wir haben eine wunderbare Landschaft um uns herum. Hinter uns zum Beispiel Richtung Süden, Italien, nach Südtirol hinein. Auf der gegenüberliegenden Seite von uns, die Schweiz. Die Schweiz und wir der haben Rest ist Österreich. Rest ist Österreich. Und wir befinden uns, was ganz wichtig ist, in Tirol. Ja. Ja, keine Frage, das muss man immer erwähnen. Ich mach's mit Wasser. Ja. Genau, das ist auch der Unterschied, ich mach's mit Milch, du machst mit Wasser. Ich mach's mit Wasser. Genau. Ob Milch oder Wasser ist in Wirklichkeit eine reine Geschmacksfrage, aber jeder schwört nur auf die jeweils eine Methode. Für die gewünschte Konsistenz muss Walter von der Wasserspätzle-Fraktion aber laufend Mehl nachschütten. Wie lange dauert das jetzt noch? Nicht mehr lange. Okay. Na, weil ich würde sonst mit dem Spargelschälen anfangen. Du kannst ruhig anfangen zu schälen. Es ist ein grüner Spargel, den sagt man normalerweise, muss man nicht schälen. Jetzt ist der aber herrlich dick und richtig schön saftig. Sie sehen, perfekt auch von der Frische her. Man hört das Quietschen. Ja, also besser geht's gar nicht. Und weil der hinten so... Weil der hinten so dick ist, tun wir ein Stück schälen. Ja? Sparschäler. Also ich hätte den grünen Spargel wieder nicht geschält. Das ist ich hatte ihn in der Pfanne abgebraten. Ja, okay. Ja, diese beiden Spitzenköche sind sich wirklich niemals einig. Muss ja auch nicht sein, das ist ja auch in den allerbesten Ehen nicht immer so. Und trotzdem hilft man sich immer. So zum Beispiel hat Oliver Walter liebevoll Spätzlewasser aufgestellt. Da haben wir schon das Wasser aufgestellt, gell? Ja. Es kocht schon. Kocht schon, aber du machst noch eine Spur größer. Du tust du mit der jetzt weggestoßen, oder? Nein. Natürlich nicht.
Mit einem Gummihund aus Metall drückt Walter seinen Teig zärtlich durch das Sieb. Hier ist es übrigens wichtig, dass man das Wasser immer in Bewegung hält, damit die einzelnen Spotzen nicht aneinander knotzen bleiben. Schau mal, Oliver, wie schön die Spätzle geworden sind. Die sind ein Traum. Wirklich, eines wirklich gleich groß wie das andere. Nein, nicht ganz, aber. Ja. Wie lange kochen die da jetzt drin? Nicht lange, nur ganz kurz. Ja. Aber einmal aufkochen muss schon, oder? Ja, einmal aufkochen und das hat sie eigentlich schon. Mhm. Und jetzt tun wir sie in Ruhe raus dann noch. Okay? Ganz wichtig ist, unser Rezept besteht heute aus diesem Käsespätzle, dass wir jetzt dann den Käse quasi mitschwenken und dass das dann kalt wird. Warum? Weil wir das dann, und das ist das Besondere, die nur ausbacken wie ein Schnitzel. Also, Käsespätzle liebe ich, Sie wissen, Wiener Schnitzel liebe ich auch. Du machst ja übrigens das größte österreichische Schnitzel, oder? Ja, das größte Schnitzel Österreichs. Ja. Du hast das richtig? Du hast es ja schon fast aufgegessen. Nein, das schaffe ich nicht. Allein schaffe ich es nicht ganz. Ich war mit meiner Familie da, zu viert haben wir uns schwer dann. Ja? Weil es wirklich, wirklich groß und sehr, sehr gut vom Geschmack her. Und eben deswegen die Kombination aus Schnitzel, weil gebacken und Käsespätzle, besser geht's gar nicht. Damit wir nicht ganz auf der kulinarischen Kalorienseite überschlagstechnisch unterwegs sind, machen wir eben auch noch diesen Spargelsalat. Natürlich könnten Sie die Spätzle auch mit Eiern oder Käse gleich essen und auch das wäre köstlich. Unsere Variante setzt im Spätzle-Thema noch die Krone auf. Als allererstes müssen die Nockeln aber einmal etwas abkühlen. Jetzt haben wir sie ganz kalt abgeschwänzt, gell? Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja, abgeschwänzt, ja. Sag noch einmal bitte. Ja, bei uns ist ein Tiroler Ausdruck, abschwänzen. Abschwänzen ist ein Tiroler Ausdruck. Ja, ist ein Tiroler, okay. Ja. Okay, und jetzt tun wir sie hier rein. Abgeschwänzt. Ja. Was sagt denn der Wiener dazu? Abgeschreckt. Vor dem kompletten Abkühlen lassen, schneidet Walter aber noch etwas Zwiebel in die Masse, sowie Emmentaler, Tilsiter und Edamer klein und lässt diese noch vor den Nockerln in eine Pfanne gleiten. Wieso? Weil der dann gleich schmilzt? Nein, damit die unten schon ein bisschen eine Schicht von Käse und Zwiebel habe, in Verbindung des Geschmackes. Und dann tue ich die Spätzle dann einfach drüber. So. Und den Rest vom Käse gibt es wann dazu? Den schneide ich jetzt langsam hinein. Aber zuerst tue ich noch würzen. Gell? Darf ich da den Dreck da wegräumen? Ja. Mit Salz und Pfeffer, danke. Soll ich den Käse in der Zwischenzeit schneiden? Du könntest noch ein bisschen Käse schneiden, und zwar vom Tilsiter und vom Edamer, weil den Emmentaler habe ich schon reingetan. In Sachen Spargelsalat kommt Oliver dank Walter also gerade nicht wirklich vom Fleck. Dafür riecht der Käse jetzt schon bis nach Italien und in die Schweiz rüber. So, wenn wir die Käsespätzle dann fein gemacht haben, ja. Dann tun wir die kalt stellen. Das ist ganz wichtig, denn wir wollen ja nachher so entweder so fladenartig oder so kleine knödelartige Dinge machen. Wir haben doch einen deutschen Ausdruck auch verwendet, ja. Klößchen. Na, wie extra gesagt. Liebe Grüße an auch die Zuseher, die uns in Deutschland. Wir wollen ja die deutsche Urlaubsgäste auch mitleben lassen dieser Sendung. Oder natürlich. So. Darum sage ich ja, liebe Grüße auch an die deutschen. Liebe Grüße an alle Urlaubsgäste, die uns sehen. Deswegen ist es wichtig, dass es kalt ist, sonst können sie es nämlich auch nicht formen. Wir werden da noch ein bisschen Ei reingeben, damit die ganze Sache noch ein bisschen besser zusammenhält. Dann werden wir so kleine Klößchen oder kleine Knödeln formen. Und dann wird es paniert wie ein Schnitzel, ab in die Fritteuse. Ich mache aber jetzt den Spargel. Den gibt es auch außerhalb der eigentlichen Spargelsaison, nur logischerweise keinen heimischen. Olivers grüne Stängel kommen jetzt nur mit ein wenig Olivenöl in seine heiße Pfanne und bekommen hier einige nussige Röstaromen ab. Und während Walter seine Käsespätzle kurz schockfröstet, schneidet Oliver etwas Schale einer Zitrone und einer Orange klein. Das hacken wir jetzt zusammen und gehen wir dann gleich dazu. Und die ätherischen Öle verflüchtigen sich dann und geben dem Spargel einen herrlichen Geschmack. So. Sehr gut. Ich muss ja noch hinzufügen, dass das von dir eine Idee ist. Ja. Mhm. Ich finde die Idee nicht schlecht. Aber? Ich bin ja jetzt schon gespannt, wie die kleinen Knödelchen werden. Ich tippe mal auf rund, aber was weiß ich schon, ich sitze ja nur hier in einer Tonkabine. Während Walter jetzt gleich mehrere Klöße formt, ist es bei Oliver nur ein einziger Knödel und das aus einem guten Grund. Der Spargel brennt gleich an. Eben, sitzt es wieder. Ich hab doch gesagt, tu ich nicht schälen diesmal. So, das schaut schon gut aus. Es riecht hier übrigens auch schon riecht voll, fantastisch, gell? Voll nach Orange und nach Zitrone. Jetzt geben wir den Saft dazu. Was den Spargelsalat jetzt noch perfekt macht, ist ein kräftiger Schluck Olivenöl und einige herrlich säuerlich fruchtige Paradeiserspalten.
mache jetzt noch einen. Warte mal kurz. Okay. Lass mich mal die Moderation fertig machen. Okay. Danke. Okay. So, wenn Ihnen diese Vorspeise übrigens gefällt und Sie sagen, die schmeckt richtig gut, aber sie ist mir ein bisschen zu vegetarisch, dann habe ich einen Tipp für Sie, und zwar ein gegrilltes Karistik. Das wird deine Grillsaison mit Penny und Koch mit Oliver. Wenn das Wetter draußen so schön ist, muss man grillen. Und was grille ich besonders gerne? Dicke Stücke Fleisch. In diesem Fall ist es ein Karree-Steak. Und es ist ein richtiges Steak. Schauen Sie das mal an. Es ist herrlich dick, wunderschön marmoriert. Das gibt es auch beim Schwein. Sie sehen so ganz leichte weiße Striche da drinnen. Das bedeutet, dass dieses Schwein gut gelebt hat, gut gegessen hat. Und dadurch auch besonders saftig ist. Dafür sorgt auch der Fettrand, den Sie zumindest zum Grillen drauflassen sollten. Diesen schneidet Oliver aber mehrmals ein, um das Aufdrehen des Fleisches zu verhindern. Viel mehr müssen Sie gar nicht machen, denn abgesehen von Salz und Pfeffer bleibt unser Schwein unberührt, bevor es sich dann dem Grill hingibt. Was wollen wir gerne dazu essen? Ich habe eine Grilltasse vorbereitet mit ein bisschen einer Butter. Das ist natürlich nicht alles. Ich habe hier Fisolen vorgegart. Und zwar nur ganz kurz. Und dann machen wir jetzt so kleine Backerln. Wichtig ist dabei nicht auf das Fleisch zu vergessen, denn das darf nun die andere Backe hinhalten. So, jetzt Rosmarinstammern geben wir zu den Fisolen dazu und machen dann unsere Päckchen fertig, indem wir den Speck nehmen und das Ganze einwickeln. Der Speck hält jetzt nicht nur die Päckchen zusammen, sondern gibt auch Fett und somit einen wunderbaren Geschmack an die Fisolen ab. Wichtig ist logischerweise, dass Sie darauf achten, dass die ein bisschen vorblanchiert sind. Ganz roh funktioniert das nicht. Denn sonst würde der Speck verbrennen, ehe die Fisolen gar sind. Und bevor die zur Butter in die Grilltasse hüpfen dürfen, lässt sich dort erstmal roter Zwiebel nieder. Die schön gebräunten Steaks begeben sich nun auf die kühlere Seite des Grills. Und jetzt können wir unsere Päckchen da schon auflegen. Die dürfen aber nur kurz an die direkte Hitze und schmoren dann in der Grilltasse weiter. Ein Spritzer Balsamico sorgt für den Säureausgleich. Und dann Deckel zu und warten. Nach 5 kurzen Minuten haben sich aber all die Aromen verbunden und es kann angerichtet werden. Schauen Sie mal, ein bisschen was von dem Saft, der da entstanden ist. Und dann ist es Zeit für den Anschnitt. Wunderbar saftig. Soße will ich haben. Butter, Butterwein. Wissen Sie was, bestellen Sie sich gleich mindestens 2 Stück pro Mann und Nase. Denn das werden wir brauchen. Das schmeckt wirklich wunderbar. Und somit viel Spaß beim Nachgrillen. Zurück auf der Dachterrasse des Mein Almhof in Nauders würfelt Oliver weiter seine Paradeiser für den warmen Spargelsalat. Und auch Walters Klöße nehmen langsam Form an. Du bist jetzt eh bald einmal fertig, oder? Ich bin gleich fertig, ja. Sehr gut. Ich warte, ich tue das eigentlich nur als Fleißaufgabe, damit ich sehen kann, wie du auch endlich fertig bist. Ja, ja, ja. Ja. Meiner muss lauwarm sein, bei dir muss heiß und knusprig sein. Und während Walter dafür schon mal seine Panierzutaten besorgt, schmeckt Oliver seinen jetzt fast fertigen Salat nur mehr mit Salz und Pfeffer ab. Sobald nun also das Mehl, verquirltes Ei und Semmelbrösel da sind, wird gemeinschaftlich paniert. So, ich gib's darüber, du brauchst es dann nur in die Brötel machen, ne? Ja, aber wir müssen schon. Das war jetzt übrigens mein Knödel gerade, gell? Nur damit wir es nachher noch wissen. Okay, ich tue jetzt den Knödel vom Olli. Nicht kaputt machen, ja? Vom Olli panieren. Sagt er schon wieder Olli? Olli, na fair habe ich auch gesagt, Olli fair. Genau, wir wollen doch fair bleiben. Sobald die panierten Käsespätzle, Klößchen, Knödel ihren Platz auf dem Sieb eingenommen haben, dürfen sie nun auch ihr heißes Bad genießen. Rein damit. Und jetzt tun wir diese drei Knödelchen. 4 sind's. Und mit deinem kleinen Knödelchen sind das 4. Ja, es muss ja. Das, nein, auf das muss ich bestehen, und weil deines ist echt klein. Schau und mal. Los geht's. Schau mal. So. Guck mal, schau mal. Guck mal. Das Einzige, auf das man tatsächlich gucken sollte, ist, dass man beim Frittieren immer das richtige Fett verwendet. Denn das muss immer geschmacksneutral und vor allem auch hoch erhitzbar sein. Auf Olivers Seite ist der Spargelsalat jetzt nur mehr lauwarm, also genauso, wie wir ihn auch haben wollen. Oliver hebt jetzt nur noch etwas Rucola unter und serviert den Salat auf einem Teller. Und mittlerweile sind auch die Spätzlebällchen am Fertigwerden. Wenn du sagst, wir sind fertig, sind wir fertig. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Ja. Oliver, wir sind jetzt fertig. So.
So. So, schau, ich habe da schon was hergerichtet. Ich nehme einen von mir, gell? Mhm. Und der kleine ist ja von dir, gell? Ja. Damit man den Unterschied sieht. Wobei es doch nur auf die inneren Werte ankommt und die sollten ident sein. Das sind sie nun also, unsere Kasnocken, Kässpätzle, Klößchenknödel auf orangierten Paradeiser Spargelsalat. Ein dynamisches Duo aus herzhaft deftig und leicht elegant. Also sehr gut. Mhm. Spargelsalat super. Mhm. Knödel super. Mhm. Gratuliere, haben wir gut gemacht. Spargel trotzdem, dass nicht aus der Geschält wurde, schmeckt fantastisch. Dankeschön. Dankeschön, ja. Finde ich richtig nett. Und wenn Sie dieses Rezept nachkochen wollen, dann tun Sie es, denn es schmeckt richtig gut. Und scheuen Sie sich nicht, weil gebackene Käsespätzle, das hat man eigentlich noch nie gehört, aber es schmeckt richtig gut. Wir machen gleich weiter. Okay. Und zwar schon wieder mit etwas fast schon verboten köstlichen. Konkret einer cremig-käsig gefüllten, knusprigen, sauer-fruchtigen Kalbsroulade. Du kümmerst dich um die Schnitzelgeschichte quasi, um die Roulade. Okay. Und ich mache dazu eine Beilage. Und zwar ist es in dem Fall Pak Choi, also Senfkohl und Kräuterseitlinge. Das Ganze mit Zwiebel und ein bisschen Zitrone, Salz und Pfeffer gemacht. Los geht's. Ja. Schnitzel klopfen und schneiden, das ist dein Metier. Warum Walter Lutz unser Schnitzelgott ist, liegt ja auf der Hand. Schließlich zaubert er in seinem Stadelwirt genau das Jahr das größte Schnitzel Österreichs. Da lässt ihm Oliver, der in seinem Wiener Eisvogel auch stark schnitzeloid köstlich unterwegs ist, gerne den Vortritt. Als erstes schneidet Walter eine nicht allzu dünne Scheibe von der blassrosa Kalbschale ab. Das kommt aus der Gegend, oder? Genau. Und das Kalb sollte man nicht brutal klopfen, ganz leicht klopfen, ja. Wir haben jetzt hier keinen Hackstock, darum ist etwas lauter. Ja, das hört sich durch den Tisch ein bisschen blöd an. Ich weiß, du klopfst lieber mit einer Folie drauf. Ja. Warum du jetzt nicht? Ich klopfe nicht mit einer Folie. Ja. Ich brauche keine Folie zum Klopfen, weil ich klopfe mit Gefühl, das habe ich dir schon öfters schon gesagt. Ja. Und du klopfst brutal, so boing und so. Na, boah. Ja. Das haben wir ja schon mal gehabt. Ja. Ja. Ich warte. Ich nicht, weil ich mag das Klopfgeräusch nicht. Also springen wir einfach mal einige Augenblicke weiter. Das reicht, glaube ich, oder? Noch ein bisschen. So. Hallo, Chef. Ja, Entschuldigung, okay? Sind wir fertig? Ist okay, so. Gut, ja, wunderschön. Wenn Sie da nach hinten schauen übrigens, ja, die Berge da oben, da kann man überall Skifahren. Da oben liegt das Skigebiet bei Kastel. Ja. Ja. So. Und jetzt kann man wandern. Jetzt tun wir nur etwas salzen. Ja? Ja, nur etwas wenig. Dann etwas Zwiebel. Danke fürs Schälen wieder. Hast du mir wieder geschält? Ja, ich schäle den gerne, weil sehr die Hälfte brauche ich, sonst nimmst du wieder alles. Den Kammerberg, wie ich dich kenne, werden wir in dünnen Blätter reintun, oder? Ja, ja. Aber nicht den ganzen, gell? Nein. Bei der Käsewahl kann man hier übrigens nehmen, was einem schmeckt. Der Käse sollte nur gut schmelzen und aromatechnisch nicht zu intensiv sein, sonst würde der Käse alle anderen Geschmäcker erschlagen. Für den Biss sorgen jetzt noch ein paar Streifen Zwiebel und eine Handvoll Cranberries. Preisel bei ähnlich, nur dicker. Der eine oder andere, der gerne in Bars geht, kennt es. Gibt es einen super Saft dafür. Davon meine ich nicht dafür. So, hast du das Fleisch gesalzen schon? Ja, habe ich schon. Okay. Und jetzt kommt die große Frage. Ich werde das jetzt so zumachen. Nach deiner Vorstellung müsstest du ja binden oder so. Binden, und das mag ich nicht. Ja. Wir tun ja kochen und sind keine Seilbinden. Okay. Bindungsindustrie, ja. Ja. Sondern ich mache das so zu, dass ich es auch dann panieren kann und dass es nicht auseinandergeht. Ja, bitte mach das. Weil ich glaube, dass du da sehr skeptisch bist dagegen. Total, jedes Mal. Weil ich kann mich das letzte Mal erinnern. Aber bis jetzt hat es immer geklappt. Okay? Das funktioniert, ich weiß. Ja, okay. Und nachdem Walter eben kein Vertreter der Seilbindungsindustrie ist und somit offenbar Bindungsängste hat, wird seine Roulade nun also gewickelt, gepresst, geklopft und gedrückt.
Ich schneide den Zwiebel da in der Zwischenzeit. Was machst du mit Pak Choi eigentlich jetzt schön als Anricht? Nein, den machen wir jetzt das Gemüse dazu. Als Gemüsebeilage, ja. Pak Choi ist ja indisches Gericht, oder? Ist nicht indisch, ist asiatisch. Asiatisch, ja. Und ist ein Senfkohl. Ja, bei uns sagt man Senfkohl, oder? Ja, in Asien sagt man zu Pak Choi, Pak Choi. Dieses Knollengemüse hat übrigens weit mehr Vitamin C als zum Beispiel Zitronen. Neben der Zwiebel, die Oliver gerade klein geschnitten hat, kommen jetzt gleich auch Kräuterseitlinge in die Pfanne. Diese Pilze haben den großen Vorteil, dass ihr Fleisch immer einen schönen Biss behält. Außerdem schmecken sie toll. Walter bereitet gerade seine Panier vor und ist deswegen mal wieder aus dem Bild verschwunden. Aber beim Pak Choi ist es ganz wichtig, dass Sie bitte darauf achten, ihn nicht zu klein zu schneiden. Ja? Da wollen wir haben, dass der super knackig ist. Tun Sie ihn richtig groß lassen. Dann schmeckt es sehr viel besser. So, das wird schon reichen. Und wir beginnen ausnahmsweise mal, ich sage immer, bitte nicht mit dem Zwiebel. In dem Fall wollen wir nämlich haben, dass der Zwiebel schon eine leichte Bräunung hat. Schmeckt es gleich sehr viel besser. Der Walter sucht das dritte Geschirr für die Eier da. Zum Panieren. Hast du es gefunden? Nee, das ist ein anderes. Macht nichts. Paniert wird jetzt herkömmlich mit Mehl, Ei und Semmelbröseln. Erzähl mal das Geheimnis. Da müssen wir jetzt aufpassen, warum das jetzt nicht ausrinnt. Über Geheimnisse spreche ich nicht, sondern ich habe eine eigene Art in der Übung meiner Hand, in der Hand drinnen, die ist jetzt richtig einzupacken. Ja? Ja, aber was sagt man den Hausfrauen jetzt daheim und den Hobbyköchen? Ja, vorsichtig, vorsichtig, wenn sie es mehlieren, wenn sie es mit Mehl umarmen oder umwickeln, wenn ich mir sage, immer wieder mit den Fingern einzeln nachtüpfeln und ein bisschen nachstreicheln. So. Tüpfeln, finde ich ja schön. Tüpfeln, ja, tüpfeln. Ja, wie sagt du wienerisch? Na, Tüpferl finde ich super. Eben, Tüpferl. Schau mal, wenn du jetzt das tüpferlst und dann in das Ei gibst, ja, dann ist das wie Klebstoff herum. Siehst ja, genau, das? Ja. Und wenn aber man muss immer vorsichtig sein. Ganz oder? Vorsichtig, ja, nicht brutal in die Hand nehmen. So wie ich immer mit Gefühl koche und du nicht immer, nur als Beispiel, ja. Man merke sich also, immer mit Fingerspitzengefühl. Tüpferln, sonst rinnt es nachher aus. Schauen Sie mal, jetzt hat der Zwiebel schon eine leicht bräunliche Farbe, somit karamellisiert. Er kriegt einen süßlichen Geschmack. Da werden wir dann dagegen arbeiten mit dem Zitronensaft, der nämlich auch den großen Vorteil hat, dass die Pilze dann einen viel besseren Eigengeschmack durch bekommen. Durch die ätherischen Öle. Ja, durch den Zitronensaft jetzt in dem Fall. Nicht nur der Optik, sondern ihres säuerlich-fruchtigen Geschmacks wegen gibt Oliver noch eine Handvoll Cranberries zu seinen Pilzen. Und der gefüllten Kalbsroulade steht nun ihr Ölbad bevor. Schau mal. Schön. Ich mache jetzt da auch fertig. Sie sehen, bist gespannt, ob es hält, oder? Das hält sicher, oder? Das hat letztes Mal alles gehalten. Sie sehen, es hat schon eine wunderschöne Bräunung. Ja. Und das ist ganz wichtig in dem Fall. Und jetzt schmeißen wir den Pak Choi rein. Geträufelt wird nun nur mehr mit Zitronensaft und das war es auch schon fast. Der Pak Choi soll erst gar nicht durchgaren, sondern auch in der fertigen Beilage seinen ganzen wunderbaren Biss behalten. Deswegen hat Oliver seinen Herd jetzt auch schon ausgeschalten. Wenn der Schnitzel fertig ist, bin ich auch fertig und wir können auch richten. Ich muss noch ein Teil herholen. Ich hol schon. Ich wollte noch nicht dazwischen laufen. Ja, denn sonst läuft ja immer weiter aus dem Bild. Zurück mit dem Teller will Oliver natürlich auch sofort überprüfen, ob die Panier auch gehalten, was Walter versprochen hat. Geht schon auf, oder? Die bleiben schon, nein, die bleiben schon. Aha, okay. Okay. Aber du wolltest einfach gleich mal das ganze Gericht hier zeigen, oder? Ihm zeigen, ja. Okay. Können wir aber die Öffnung ein bisschen lassen, damit und das, ja, ja. Und dieses, was so hell ist, das ist dann der Käse, der rausrinnt, ne? Nein, da kommt kein Käse raus, ja. Der Käse ist unten drin, okay? Okay. Schau, ich habe nur ein bisschen offen gelassen. Du bist wirklich so gut zu unseren Zusehern, nee, damit es klar alles Nein, sehen. Weil ich das Gericht so was fantastisch finde von dir. Ja, danke. Ja. Und schau mal rein ins Fett. Hier ist kein Käse drinnen, okay? Kein Käse. Ja, sind der schon abgegangen. Jetzt sei nicht so gehässig, Oliver, und schau dir dieses Prachtteil doch an. Dieses Meisterwerk einfach nur einem schnöden Cordon Bleu gleichzusetzen, würde an Blasphemie grenzen. Wir richten also an. Links Olivers Kräuterseitling Pak Choi Mischung und rechts Walters mit Camembert und Cranberries gefüllte gebackene Kalbsroulade. Als ob Picasso und Jimi Hendrix ein Kind miteinander hätten und dieses dann kochen würde. Und was kann die Kreation?
Sehr gut. Weißt du, was ich so schön bin? Weißt du, was ich so schön finde? Dass der, dass die Cranberries, diese Süße sind gut. Und ganz zauberhaft. Und der Käse, der schmelzige, ganz toll. Und der Kräuterseitlang mit dem Pak Choi. Überhaupt herrlich. Darf ich dir gratulieren für diese super Speise? Danke, Walter. Es ist meine Ehre, dass ich sie mitkreieren durfte und mitkochen durfte. Ja, ich finde das auch großartig. Und Sie sollten es daheim nachkochen. Weißt du, was ich liebe? Ja. Genau das ist es. Und der krönende Abschluss, das süße Finale von Olivers und Walters Nauderaner-Wettstreit folgt gleich in Koch mit Oliver. Herzlich willkommen zurück bei Koch mit Oliver ist international. Neben mir immer noch der Walter. Hallo. Wir sind hier in Nauders und der Walter hat die ganz große Ehre. Und das muss man wirklich sagen, normalerweise machen wir hier, respektive ich, die Rezepte. Ja? Koch mit Oliver macht Koch mit Oliver Rezepte. Diesmal ist es so, du hast es entscheiden dürfen, was es jetzt gibt. Was gibt's? Also ich muss mich zuerst einmal bedanken, dass ich das machen darf. Ja? Ja, du bist und dabei. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal eine Süßspeise dir zuliebe und nenne sie der Hof auch. Ja? Der Hof. Das ist deswegen lustig, um jetzt einen Schmäh zu erklären, weil der Walter bereits bei Olivers letztem Besuch ein Gericht nach ihm benannt hat. Sensationell. Kommt es auf der Speisekarte? Ja, der Hof. Der Hof. Damals war es ein Cordon Bleu. Ich bin so froh, dass ich dich kenne. Sonst hätten wir das nicht erfunden heute. Jetzt ist es eine superschnelle Nachspeise. Und zwar konkret. Ganz was Einfaches, damit ja, die ausrahmen, wenn Sie nicht keine Zeit haben, zu Hause etwas schnell noch machen können. Also bei Zutaten sind es nicht viel Mehl? Nein, dann nehmen wir jetzt einmal Mehl, gell? Glattes Mehl. Ja. Glattes Mehl, so. Okay. Ein bisschen Nacht und dann etwas Backpulver. Gut. Ja, Backpulver. Etwas Kristallzucker. Zucker. Jetzt? Dann noch Milch. Ja. Ja. Und dann macht man daraus einen Teig, ja? Okay. Das könnte jetzt theoretisch von Palatschinken über Muffins bis hin zum Brot noch alles werden. Aber Oliver ist von der Hof 2 jetzt schon irgendwie angetan. Du nennst dieses Dessert der Hof, aber jetzt muss man noch erklären, was ist das? Es ist ein Teig, ein süßer? Es ist ein süßlicher Teig, ein ganz einfacher, ja. Und daraus machen wir dann eine ganz feine feines Dessert. Genau, aber die Wahrheit ist, es kommen jetzt dann noch Nüsse rein, Erdnüsse sehe ich da, und dann wird die Geschichte frittiert, oder? Zuerst müssen wir es in Dreiecke ungefähr raus tun, ein paar Zentimeter dick, dann tun wir dann die Erdnüsse rein, dann tun wir es klappen, zumachen gut, und dann tun wir es beidseitig goldgelb rausbacken. Das sind quasi Erdnussplatteln frittiert, oder? Ja, oder zerdrückte Erdnüsse. Ja, ja. Erdnussplatteln frittiert, gesüßt, mit am Eis noch dazu. Und das ist ein Heumilcheis, oder? Das ist ein Heualpen, nennt man das, ja. Das ist das Heu, was ab 1900 Meter Höhe wächst. Und ist besonders fein, besonders würzig. Besonders fein. Und dementsprechend gut schmeckt die Milch, ne? Und das wird genau das hergestellt. Genau. Ja. So, jetzt haben wir es dem Walter also endlich aus der Nase ziehen können. Während Oliver schon mal einige Erdnüsse zusammenhackt, kümmert sich Walter um die Hülle zur Fülle. Du machst jetzt quasi diese Teigplatteln, oder? Genau, ich mache jetzt den Teig. Normal kann man kann ihn auch rollen, ja. Aber du kannst es mit den Händen. Man kann es mit den Händen genauso machen. So, wir machen hier ein Beispiel, ja. Siehst du, und wenn er ein bisschen zu fettig ist, ein bisschen Mehl einfach dazu tun, kann nichts passieren, ja. Der Teig geht schnell, braucht nicht ruhen, ja. Keine Gerbe drin und so. So, und dann nehmen wir hier ein Stück her. Und hier noch ein Stück her, gell. So. Die Dicke ist ungefähr genau richtig. Dann tun wir hier in die Mitte Nüsse rein, gell? Erdnüsse. Ja, ja. Das zusammen tun, oder? Du tust es zusammen und ein Polsterchen zusammen. Ja. Ja, so, oder? Genau. Und zusammenzwicken. Und das ist so eine Art Dreieck, so ein Dreieck-Polsterzipfel, so ähnlich. Ja? Die werden wir bemühen. Okay. Das Schöne ist, der Teig klebt natürlich auch, weil er ja relativ gut zusammenpickt. Wichtig ist nur, dass Sie schauen, dass er richtig schön zusammenpickt, weil sonst kommen die Nüsse wieder raus. Damit das nicht passiert, braucht man die Öffnungen nur ein bisschen glatt streichen. Die Optik spielt hier bestenfalls eine Statistenrolle. Wichtig ist nur, dass die sorgfältig verschlossenen Erdnussteigtascheln im Frittiersieb nicht aneinander kleben. Und ab ins hocherhitzbare, geschmacksneutrale Fett. So, das wird jetzt frittiert, oder? Frittiert, ja.
Natürlich zu Hause die Damen, wie wir schon erwähnt haben, etwas mehr Fett rein, gutes Öl rein, ja. Mhm. Damit die Pfanne ein bisschen gefüllt ist. Das tut der Vorteil, es riecht nicht, das Fett, ne? Das riecht nicht, ja. Das ist der große Vorteil. Das wird so lange drin, bis es ein bisschen Farbe hat, oder? Genau. Dann tun wir es ordentlich anzuckern, bestreuen es noch ein bisschen mit Erdnüsse. Und du hast dieses herrliche Eis jetzt da noch mitgebracht, das ist da aus Nauders. Ja, von einem Hof in Nauders wird das erzeugt. Und es hat eine herrliche Farbe, ja, und ich habe es ja schon gekostet. Und es ist eben mit Heukräuter Milch gemacht, ist, aber es sind auch drinnen welche, ne? Genau. Mhm. Das schmeckt wahnsinnig gut. Ja. Spannend wird dann aber die Kalt-Heiß-Kombination. Und auch wenn man denken mag, dass dieses Rezept eigentlich viel zu einfach ist, ist es trotzdem überraschend spannend. Mal schauen wir, wie schön das ist. Ein bisschen noch, okay? Aber schauen Sie mal her. Wie schön das aufgeht, oder? Ja, sicher. Sieht super aus, weißt du? Spierig. Ich werde dir dieses Rezept vermachen. Na echt? Hiermit, lieber Oliver, lieber Freund, darfst du dieses Rezept wieder kochen bei dir. Das mag ich gern. Das heißt ja, der Hof, natürlich darf ich es kochen. Welch eine Ehre. Und jetzt kann der Hof auch schon zusammenbauen. Und das Ganze begleitet von sämtlichen Nauderer Kirchenglocken. Schon passend zum Dessert. Nauderer Kirchenglocken vom Nauderer Kirchenturm. Ist doch herrlich, oder? Gesegnet. Ja, gesegnet. Ja? Gesegnete Mahlzeit, alle, die jetzt gerade essen, oder? Genau. So, wie gesagt, ganz wichtig, im Teig selbst ist nicht allzu viel Zucker. Jetzt mal ordentlich anzuckern. Ja. Hier darf jetzt also großzügig gezuckert werden. Fehlt nur mehr das Heublumeneis. Ein kleiner Tipp von mir, wenn Sie heißes Wasser oder ein heißes Fett in der Nähe haben, tun Sie bitte den Löffel kurz in das heiße Fett oder ins heiße Wasser geben. Warum? Weil Sie sich dann mit dem kalten Eis viel leichter tun. Das Einzige ist, wenn es heißes Fett ist, wischen Sie den Löffel vorher nochmal ab, damit es nicht so heiß eben ist und nicht so fett. Und dann können Sie da ein wunderbares, herrliches, großartiges Nockerl drin. Sieht aus wie ein Grießnockerl. Ja, soll ja so sein. Schauen wir. Das Grießnockerl aus Tiroler Heublumeneis macht unsere Erdnussteigtaschel nach Walters Rezept nun perfekt. Die perfekte Harmonie aus weich und knusprig, heiß und kalt, pikant und süß, oder? Du würdest meine Frau richtig glücklich machen, weil die liebt so Teigdesserts. So, na gut. Weil du jetzt sagst, herrlich, ein kleines Geschenk noch. Ich hab's befürchtet. Wir haben jetzt eine sehr warme Zeit, ja. Meine Damen und Herren, im Zuge dessen will ich mich gleich jetzt schon verabschieden. Einen Kurzärmling Koch mit Oliver, ja? Ja. Koch mit Oliver. Gehört sie gerne. Kurzärmlich. Ja. Für die nächsten Außensendungen, damit du dich nicht erkältest. Ja, das ist, man merkt es auch jetzt schon, es ist wirklich kalt. Sie sehen es, das zweite Hemd, das ich heute schon anhabe, verschwitzt. Sie müssen unbedingt daherkommen, das ist richtig cool. Denn da treffen Sie auch den Walter, da können Sie ein Schnitzel essen. Und vor allem, vielleicht verrät er Ihnen das Geheimnis des Klopfens des Schnitzels. Mir tut das nicht. Walter, bis demnächst, es war eine große Freude. Danke, lieber Freund. Es ist wirklich herrlich, da schauen Sie mal, wie das Wetter ist, die tollen Berge, ein gutes Hotel. Wir sehen uns das nächste Mal. Nicht mehr in den Bergen, sondern am Meer. Nächstes Mal melden wir uns vom Aldiano Gourmet-Gipfel aus Zypern. Was Oliver da mit seinem prominenten Kochkollegen alles zaubert, das sehen Sie nächste Woche in Koch mit Oliver. Ist international.